zieht es euch in vollkommene Länge an, um den vollen Genuss zu genießen. Würde mich freuen. Hallo und herzlich willkommen zu Mist Survival, das neue Survival-Projekt. Mist Survival habe ich schon mal einmal angespielt gehabt, komplett durch. Aber seitdem sind schon wieder ganz viele Updates und sonstiges passiert. Also, ja, lass uns los Survival. Vor 3 Jahren passierte etwas Geheimnisvolles. Ein mysteriöser Nebel bedeckte viele Teile der Welt. Die meisten Menschen wurden krank und starben. Viele der Überlebenden erlitten Veränderungen. Sie wurden wild, wurden bösartig, wenn sie vom Nebel berührt wurden, und suchten wie andere Menschen frisches Fleisch zum Fressen. Sie sind einer der wenigen, die gegen den Nebel immun sind. Du hast in einem Lager mit anderen Überlebenden, bevor es von den Kreaturen angegriffen wurde, die du noch nie zuvor gesehen hast. Du hast überlebt und bist in die Nacht geflohen. Ein neuer Tag bricht an. Ja, Guide brauche ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, um es einmal selbst zu erklären, weil ich glaube, das ist ja eigentlich nur die Spielerklärung. Das ist ein Survival-Spiel und hier ist gerade eine Zombie-Apokalypse passiert und ja, das kann man über das Spiel sagen. So, ein Rucksack. Mit Rucksäcken erweitern wir unser Inventar. Auf jeden Fall sehr praktisch und alles immer zu looten ist auch ganz gut. Und wenn wir ein Tankding haben, dann können wir auch noch den ganzen Tank abzapfen. Ist auch ganz praktisch. Und halt in so welchen Camps können wir speichern und sonstiges. Aber ja, wir werden erstmal looten und dann gehen wir auch, glaube ich, zu meiner Stelle hin, wo ich auch früher war. Dass wir uns da aufbauen, weil das ist eine richtig coole Stelle, wo man ordentlich was aufbauen kann. Ja. Ich denke mal auch, dass ich dieses Projekt weniger cutten werde als jetzt die anderen, weil ein Survival-Spiel, das baut schon ein bisschen einander auf, aber jetzt, wenn so welche Farming-Parts sind, weil zum Beispiel braucht man jetzt eine fette Wall zu bauen, einen Trump, braucht man halt, ich guck mal kurz die Tastenbelegung. Auf jeden Fall muss man dann gucken, dass ich dann da ein bisschen offline farme und euch dann zeige. Aber ich denke mal, den Großteil werde ich zeigen lassen. Vor allem der erste Part, damit ihr so ein bisschen das Spiel seht. Das kennt man ja nicht unbedingt. Und ja, das ist auch das erste PC-Projekt. Halt, das gibt es, soweit ich weiß, noch nicht auf der Konsole. Und was man auch zu den Entwicklern sagen muss, Respekt, das ist nämlich ein Ein-Mann-Team. Und ja, deswegen braucht man sich auch nicht immer wundern, wenn nicht so schnell immer Updates kommen. Und ja, mehr Stamina als vorher oder wie? Und ich sehe schon Pixel. Okay, doch, Pixel. Und ja, die einzigste Gefahr hier in dem Wald sind die Bären. Die sind schon ganz mies. Und die Zombies in den Häusern. Okay, da werden wir noch nicht reingehen, weil ohne Waffen töten die uns ziemlich schnell. Und ja, Munition muss man sich hier auch gut aufsparen, weil die kriegt man auch nicht so geschenkt hier. Und ja, vor allem nachts müssen wir so ein bisschen aufpassen und wenn der Nebel kommt, weil es heißt ja Mist Survival. Mist ist ja das englische Wort für Nebel. Alte Deutsche können sich darüber schön lustig machen. Mist Survival passt bestimmt zu dem. Aber ja, also mein Standort muss ich mich noch so ein bisschen orientieren, weil ich weiß nicht mehr ganz genau, wo es war. Aber ich glaube, es ist schon da geradeaus. Wow. Dann war es doch nicht so weit weg. Ich hoffe zumindest nicht, dass es dieses feindliche Ding ist. Aber es sieht gut aus. Und ja, wir sind einer der wenigen Überlebenden. Es gibt Raider-Gruppen. Da können wir auch deren Häuser angreifen, Leute befreien, mit den Leuten befreien. Die können dann Sachen aufbauen, ja. Und ja, ich glaube, das ist sogar die Hütte, wo ich hingehen wollte, ja. Weil es ist eine der größten und, würde ich auch sagen, besten Hütten.
Und was man auch sagen muss, halt, ich bin ja in Facebook, in so eine Mist-Survival-Community, ist irgendwie gefühlt ja jeder hier drin. Aber ich hatte den Standort eher bei Kronk gefunden gehabt, der nimmt das ja auch unter anderem auf. Das habe ich ja nach seinem ersten Let's Play so wirklich gesehen und mir dann auf Steam geholt und ja. Auf jeden Fall muss ich sagen, für das Geld, ich weiß jetzt nicht mehr den Preis genau, wie viel ich da bezahlt habe, ich da ungefähr 20 Euro, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Es gibt selbst so eine Garage mittlerweile, krass. Und was auch das jedes Mal ein Fehler ist, dass meine Maus angezeigt wird. Ich habe ja jetzt auch ein neues Aufnahmeprogramm, was auch besser ist. Okay, warte mal, ich muss das nur ins Home setten. This is an active base, yes. Aber nice, die haben hier so ein bisschen was hinzugefügt. Diese Sachen waren vorher nicht da, das Ding war vorher offen und hier gab es vorher dieses Geländer nicht. Ist ja richtig cool. Schöne Erweiterung. Und ja, hier kann man die Sachen zerstören, um Ressourcen zu kriegen. Die Garage ist aber diesmal komplett leer, das war auch nicht vorher so. Aber nice, dass so ein bisschen der Entwickler geschaut hat, wo aktiv die Leute sind und dann hier so ein cooles Parkding gemacht. Da kann man auf jeden Fall einiges mit anstecken. Auf jeden Fall, weil wir da noch nichts haben, lassen wir es mal erstmal offen. Ich glaube, das ist ein Explosionsfass. Ich weiß nicht, ob wir sowas im Spiel gab. So, auf jeden Fall, hier hat man jede Menge Platz. Wie man sieht, ist das Spiel nicht perfekt, aber man darf auch nicht meckern. Ja, und das Schöne ist, wir haben hier auch schon ganz viel schönen Anfangsplatz. WTF, das ist der erste ganze Herd. Wow. Und ja, eine der Hauptressourcen sind die Kompensatoren und dem Metallmüll, sagen wir es mal so, ja. Ja, looten wir erstmal alles und ja. Essen wird vor allem am Anfang sehr wichtig sein und das kann man ja auch mittlerweile anbauen. Das konnte man, glaube ich, auch nicht immer und ja. Links, ich blende mal da einen Pfeil an, falls ihr das nicht direkt findet, habt ihr alle möglichen Werte. Health, Hunger, Trust, Phages, Stamina und Cold. Halt, soweit ich weiß, ist Kälte noch nicht implementiert, weil soll ja bald noch irgendwann, glaube ich, Jahreszeiten und sowas rauskommen. Leben sagt ihr schon davon allein, Hunger kriegt man halt durch Aktion und so. Was sagt jetzt auch, halt. Fade hier. Ich weiß nicht, ob es schon vorher der Wert gab. Ich glaube, ob wie fit wir sind und das ist unsere Ausdauer. Ja, das eine muss die Ausdauer sein und das andere, wie fit wir sind. Oh, welcome. Niemand habe ich hier nicht eben entdeckt. Aber hier ist trotzdem weniger als vorher, muss ich sagen. Und ich glaube, hier hat es sich auch ein bisschen grafisch getan. Und warum ist der Laminatboden komplett andersrum wie der andere? Ja, aber der hat ein bisschen detaillierter gearbeitet. Das finde ich schon nice. Hui, Vorhänge. Und ja, viele Menschen sind halt auch verschwunden und so und da. Ja, es ist auch viele Häuser looten und da. Der Spiegel war auch nicht mal da. Warte mal, in den Spiegel tun wir mal erstmal so unnötige Sachen rein. Die Beeren esse ich mal, weil die verstopfen nur unnötig sind da. Du kommst da rein, du kommst da rein, Stöckchen kommen da rein, dich esse ich und dann loote ich unten mal Ende. Und dann gucke ich mal, dass ich selbst schon mal ein Bett oder sowas baue, damit wir auch Tage überspringen können und sonst irgendwas. Und ja. Die Bretter halt, sind dafür halt da, wenn die Zombies kommen, dann greifen sie die an. Da muss ich dann auch schauen, dass sie mich nicht direkt kriegen. Deswegen, weil ich denke mal, schon mal der zweite Part, der würde so aussehen, dass ich schon mal hier so eine kleine Verteidigungsvorrichtung aufbaue, dann gehe ich halt ein bisschen farmen. Und ja. Und falls ich etwas entdecke und so, kommt das dann noch mit Clip. Heute. Ich versuche so die ganze Zeit aufzunehmen und dann nehme ich da so ein paar nette Clips vom Looting. Aber wieder, wenn es den normalen Lauf nimmt, dann wird es halt ganz normal aufgenommen. Hier kann ich da drauf tun. Zack.
jeden Fall, hier gibt es richtig viele Ressourcen. Ja. Ah ja, Alkohol kann ich gleich woanders im Dunkeln, nur noch am oberen Schrank ist noch was und hier. So. Dann tun wir mal. Ah ja, wir haben auch Munition, das ist auch nicht schlecht. Aber ja, das Bett wird als erstes das Wichtigste sein, aber ich muss erstmal sowieso im Crafting-Menü wieder. Leider haben wir noch keine Axt oder so gefunden, aber wir gehen mal gleich mal schön auf die Straße. So, ich frag mich nur, ob die Kisten noch irgendwas Besonderes können, weil wie gesagt, die waren nämlich schon immer da. So. Okay, der hat komplett keinen Tank und ihm fehlen Räder. Wie ihr hier seht, hier ist das komplette Zubehör, also der hat nichts. Also du musst ein Auto auch komplett aufbauen, wenn es nicht schon komplett aufgebaut ist. Und ja. Deswegen sind es auch immer wichtig, Auto-Einzelteile mitzunehmen. Und, vor allem immer auf einer Augen aufbewahren, weil... dieses Militärlager hier vor ist aber neu, finde ich nicht unbedingt so sick. Ja, du warst nicht vorher da, da kann mir jeder sagen, was er will, ne? Müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir Autoteile und sowas mitnehmen. Frage mich nur, ist es von Söldnern übernommen oder von Zombies überrannt? Oder ist es einfach komplett leer? Früher war es ja auch so, da waren teilweise richtige Läden und so gar nicht wirklich ein Gegner da oder so, was ganz verwundernswert war. Auf jeden Fall sind die KIs auch gute Schützen, halt die Lebenden, also da muss man auch ordentlich aufpassen. Und ich wäre doch lieber hier mit leeren Inventar hingegangen. Okay, das war wieder, das war's wieder mal komplett. Ja, lagern wir uns da ab. Was ich mich jetzt nur frage, was bestimmt mein Respawn-Ort? War das mein Bett oder war das mein aktuelles Lager? Das weiß ich leider nicht mehr. Schade. Auf jeden Fall muss ich sagen, ist das Haus ganz hübsch und sonst habe ich nicht so schicke Häuser gefunden. Sonst hatte ich immer eine kleine Hütte oder ähnliches und ja. Okay, fangen wir unser Loot mal so ein bisschen dahin zu tun. Essen müssen wir als einziges so wirklich erstmal mitnehmen. Den Rest können wir hier lagern. Okay, so welche Bausachen tue ich mal in der ersten hin, dass wir schon eine kleine Ordnung haben. Wachsachen, da haben wir da so ein bisschen. Mit einer Wachsachen gehören eigentlich auch die Streichhölzer. Und ja, wenn Nebel ist, sollten wir uns am besten hier aufbehalten. Halt hier sind. So, wir haben eine Wasserflasche, später können wir auch selbst Sachen reinigen, aber erstmal, wie gesagt, wir müssen ein bisschen für unseren Anfangsloot sorgen. Weil wir haben jetzt gegen Anfang kaum was. Deswegen, wir müssen ordentlich aufstocken erstmal. Naja, Stamina ist die Ausdauer gewesen, stimmt, und das andere war ja die Fitness. Die generell wie wach, weil wenn die auf Null geht, dann schläft die einfach irgendwo ein. Und das ist nicht so prickel, das kann ich euch sagen. Aber interessant, dass die Karte aus ein bisschen überarbeitet wurde, bin ich gespannt. Und ja, wie ihr bei den Prozenten seht, die Sachen haben eine Haltbarkeit. Okay, ich riskiere es mal da näher hinzugehen, falls da jemand kommt, renne ich einfach schnell weg. Hoffentlich werde ich nicht erschossen, weil ihr kriegst so schnell eine Verletzung als sonst was. Und das ist wirklich ätzend. Die Parts muss ich dann wahrscheinlich dann jedes Mal so ein bisschen schnibbeln. Weil mit einer Verletzung zu leben und so, das ist so ätzend. Kriegst durch die Damage und alles. Ich hasse dann auch immer noch diese Autos, die einfach nur eingefügt worden sind und nichts sind. Ja, das meiste ist natürlich schön. Auf jeden Fall sollte es so ein kleines, bequemes Nebenprojekt so tief sein, damit es auch ein bisschen abgezogen ist. Ich will ja auch nicht nur immer das eine aufnehmen. Macht mir dann auch noch mehr Spaß und wenn es mir noch mehr Spaß macht, dann werden die Schnibbelers auch ordentlicher.
Oh! Geil, wir haben einen Öltank. Den haben wir gebraucht. So kann ich wieder hochstecken, so. Okay, dann gucke ich mal kurz schnell wieder die Autos nach Öl. Das länger als vorher, oder meine ich es? Wer weiß. Boah, jetzt mache ich es andersrum. Ups, das wollte ich aber jetzt nicht. Habe ich mich verdrückt. Und ja, die Sachen brauchen auch Zeit, damit es so ein bisschen realistisch gestalten wird. Und das hat jetzt nicht 100 Jahre braucht. Und ja. Auf jeden Fall, die Autos, die keine Textur oder so haben, kann ich später aufbauen für Material. Auch ganz praktisch. Ich werde jetzt aber, glaube ich, nicht jedes einzelne Auto jetzt hier abzapfen, weil wir haben noch kein Auto zusammen. Und wie es aussieht, ist es jetzt ein bisschen schwieriger, die Autos zusammenzubekommen. Weil bei der Anzahl, die wir schon hier gesucht haben und so, hätten wir schon mindestens ein Autoteil gehabt und das hatten wir nicht mal. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Hallo, das ist schon gut, gut. Aber interessant, hier ist also so eine Lage, aber ich frage mich auch, ob das wirklich einfach nur überrannt worden ist und nichts ist. Ja, stimmt, früher, wo das Militär war, aber früher nicht so weit. Die waren ja etwas weiter hinten und da waren Raider. Also, wir müssen ein bisschen aufpassen. Und wenn wir eine Waffe haben, müssen wir zurück, weil wenn wir den gut verlieren, wäre es nicht so prickelnd. Weil Waffen sind hier auch jetzt keine Goldware. Ich meinte, eine Ware, die viel vorhanden ist, deswegen müssen wir halt so ein bisschen gucken. Und ja, falls die erste Folge nicht so spannend wird, sorry, aber jedes Spiel muss man ja irgendwie reinkommen und die erste Folge ziehen sich ja auch immer. Und ja, ist wie mit anderen Stress-Stories und ja. Aber ja, ich kann euch sagen, später geht's hier noch im Spiel ordentlich ab. Vor allem, wenn man jedes Mal achten muss, wenn es nebeliger wird, dass man schnell wieder zurückrennt wie sonst was. So ein Verrückter. Okay, mein Inventar ist fast voll. Okay, schlagen wollte ich jetzt nicht. Okay, da haben wir noch eine neue Mission Munition. Okay, an den untersten kommt man bis heute noch immer. Ja, die Abzweigung ist hier aber noch immer noch, aber hier war, glaube ich, noch eine Hütte da. Nee, nicht Stängel, jetzt Klohäuser. Mini-Ventilator, die Grenze ist hier auch noch immer noch. Was man kaputt machen kann, ist hier. Tja. Anscheinend wurde wirklich das erweitert, weil früher war hier einfach nur so eine Art Kleinautobahn oder halt so eine ähnliche Straße, wie man das jetzt auch nennen will. Oh, eine Kiste. Das sieht wertvoll aus. Granatenfragment und eine Granate. Okay, wir haben schon ein paar verschiedene Munitionsarten. Ah, haben wir schon mal eine kleine Bewaffnung. Das Fragment nehmen wir uns mal später mal mit. Okay, da war ja mal da durch. Geht auch. Und Elektronikteil. Die sind sogar auch sehr wertvoll. Warte mal, wir gehen mal wieder zurück. Ich hatte das dann einfach hier. Bis gleich. Betrautes Heim, wir sind wieder da. So, auf dem Weg habe ich noch eine Kiste entdeckt, die ich gerade noch übersehen hatte. Da gehen wir auch gleich noch schön dran vorbei. Munitionskiste habe ich immer das gemacht, bis gesagt, Munitionswaffenkiste. Kommt ihr hier rein? Waffen nehmen wir erstmal nicht mit, aber Medizin kann ich auch noch reintun. Da drei Trinkflaschen müssen wir auch nicht unbedingt jede mitnehmen, vielleicht sollten wir aber etwas trinken. Wir haben sogar drei Essensteile, Waffen geht erstmal da. Regeln durch nicht da, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz und den Öltank nehmen wir so oder so nicht. So, dann gehen wir wieder zurück. So, da war die Kiste, die ich noch gesehen habe beim Zurückgehen. Gegenüber ist glaube ich keine gewesen, aber hier. Ui, wir haben eine Brechstange. Eine Brechstange braucht man halt, weil manche Häuser sind zugeschlossen. Und da ist meistens dann auch noch guter Loot mit drin, also auch eigentlich schon ein gutes Teil, aber könnte man auch theoretisch selbst craften. Also, ja. So, wo
wo war denn nochmal die Elektro-Dingens da? Da. Weil die sind auf jeden Fall wichtig, um größere Sachen da zu bauen oder wichtigere. Da brauchen wir sie auf jeden Fall, wie diese auch. Obwohl ich glaube, das waren eher die wichtigen Teile, die ich meinte. Zahnräder waren. Okay, da habe ich kurz aus dieses Ding geklickt. Das hatte ich eigentlich nicht so gehabt. Auf jeden Fall. Oh, ein Inventar-Booster. Halt, wie gesagt, die Rucksäcke sind ja dafür da, um mehr Inventar zu haben. Ja. Und ja, die Zahnräder brauchen wir auf jeden Fall, um jetzt so ein paar nice Sachen herzustellen. Also ich würde auch sagen, wir craften auch gleich noch so ein paar nette Sachen. Und dann war's das auch hier mit dem Part schon. Geht ja immer alles schneller vorbei als gedacht. So ein bisschen Schritt, dann kommst du da hin. Auf jeden Fall haben wir schon ordentlichen Loot. Und ja, da hinten war auch dann diese Raider-Bande. Ich glaube sogar, die sind da noch. Das soll wahrscheinlich nur dieses Vording sein, dass man ein bisschen was looten kann. Eine Planke, okay. Kann man mal machen. So, wir looten dann noch ein paar Zelte weiter. Vielleicht muss ich einmal wieder gleich nochmal zurück. Auf jeden Fall manchmal ein bisschen nervig, dass man jedes einzelne Fach looten kann. Okay, da wird schon wieder kritisch. Dann lasse ich die Holzbretter hier. Kann ich noch irgendwas von hier mitnehmen, bevor ich es wieder unnötig nicht mitstecke? Okay, in den Einfach ist noch was. Wir haben hier wieder so eine große Kiste. Oh, eine Pistole und eine Rüstung. Finde ich gut. Okay, dann haben wir schon mal eine Waffe. Eine Waffe sollten wir dann auch selbstverständlich immer mit hinnehmen. Falls uns dann plötzlich was überraschen sollte, überrennen etc. Oder es halt nachts werden sollte, dass wir da was haben. Okay, die Muni konnte ich mitnehmen. Auf jeden Fall sollte man immer gut vorbereitet sein. Weil man darf nicht in Survival-Spielen unterschätzen, wo es dann anfangs gut läuft. Oh, wir haben sogar noch einen Tank, gut. Weil Tanks haben keine unendliche Fassungsvermögen. Und wir haben einen Water, das ist auch gut. Und noch ein Plugin für ein Auto. Also, wir können vielleicht so ein bisschen noch das Auto vervollständigen. Das ist auch noch schön. Ich glaube, dann nächste Folge haben wir dann das komplette Auto. Auf jeden Fall auch nice, ey. Und eine Kiste, die hätte ich beinahe nicht gesehen. Oh, schön, noch ein Zahnrad. Wir haben schon so fast 4. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Und eine Rüstung können wir auch so ein bisschen zusammen machen. Gut. Scholl, okay. Das habe ich nicht unbedingt gelesen. Und ein Baseballschläger. Nice, eine Nahkampfwaffe. Ich glaube, da können wir uns so ein bisschen durch die Leute schlagen. Aber ich glaube, vorher hatte ich noch nicht unbedingt einen Baseballschläger gehabt. Bin ich mir auch ein bisschen unsicher. So, gehen wir noch mal gerade hier hoch. Vielleicht ist hier noch was Nettes. Okay, höher kommen wir nicht. Da auch nicht. Warte mal, wir gehen noch ein bisschen nach dahin, aber dann sollten wir wieder zurück, um wieder einlagern zu können. Vor allem, weil es hier gefährlicher werden könnte. Weil hier irgendwo die Raider-Bande auch noch ist. Oder hier hinter. Na schön, das hat es auch noch gepasst. Das ist noch weiter hinten, krass. Okay, dann können wir gleich einmal zurück. Ich hoffe, es wird jetzt nicht in der Zeit jetzt nachts. Das wäre ein bisschen ätzend. Oder halt Nebel. Ah ja, du bist doch ein Stock. Ich habe mich kurz gefragt, ist es ein Katana? Weil es so seltsam gebogen war. Ja, aber irgendwie sind ziemlich krass. Keine Feder. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da ist auch nichts, aber gut, dass wir eine Waffenkiste haben. Dann haben wir schon unsere erste Waffe. Auf jeden Fall auch ziemlich nice. Ich komme hier nicht durch. Fuck off. Aber ja, es wird anscheinend doch ein bisschen gecuttet, aber. Und ich lege schon wieder raus. Toll. Aber es kann halt mal öfters sein, dass, ja, dass, das nicht unbedingt so viel gecuttet ist, wie jetzt bei der anderen. Wie gesagt, ist dann halt nicht so, sagen wir es mal, extremes. Weil bei den letzten Projekten habe ich ja schon ein bisschen ordentlicher gecuttet, muss ich sagen.
So, dann einmal hin und zurück, aber da erspare ich euch die Reise. Sehen wir uns gleich wieder zu Hause mit dem Hut. So, da sind wir wieder. Auf jeden Fall einmal Inventar öffnen. Wir haben auf jeden Fall gut da noch bei dem letzten Tour schon was Schönes geholt. Wir haben einen neuen Motor. Wir haben sogar noch einen Reifen gefunden, noch eine leere Flasche, auch ganz praktisch. Und ja, eine Rüstung. Aber die nehmen wir am besten erst später mit. Und ja, tun wir schon mal die ganzen Sachen in dem Auto. Kostet uns Zeit, da könnte uns auch vielleicht der erste Nebel besuchen kommen, aber einfach schon mal die Sachen drin haben, wäre auf jeden Fall gut. Okay, eine Autobatterie ist es nicht, aber es ist ein neues Item, wenn mich nichts täuscht. Warte mal, ich habe doch was vergessen, sehe ich gerade, das eine habe ich nicht mit. Okay, dann müssen wir wohl nochmal einmal doch zurück. Dann habe ich das in meinem Regal vergessen, verdammt. So, da sind wir wieder beim Auto. Ich habe das auch wieder gefunden. Ein paar andere Teile. Die Sachen sind jetzt nicht das hochwertigste, aber kann man trotzdem gebrauchen. Uns fehlt eine Batterie und zwei Reifen noch. Dann haben wir es. Haben wir ein Auto. Wäre auf jeden Fall nice, wenn wir es hinkriegen. So, craften wir noch ein, zwei Sachen zusammen. Dann war es das hier mit, schon mit dem Part. Ich muss aber erstmal auch ein bisschen einlagern. Okay, dann kommt mal so ein bisschen Unwichtiges. Nee, das ist ja Krimson-Krams. Lol. Die sehe ich aber auch erst jetzt. Also bei Munition, voll nice. Interessant, dass hier so viel Munition rumliegt. So, looten wir erstmal alles wieder ganz normal wieder ein. Ups, jetzt habe ich es andersrum geöffnet. Egal. Okay, hier tue ich mal einmal die leere Flasche hin, die brauchen wir ja nicht. Die Ecke immer schon offen. So, es gibt einen Unterschied zu den Stöcken, wusste ich nicht. Das war aber auch nicht immer so. Plopp. Plopp, die nehmen wir gleich wieder in unser Inventar, dass wir craften können. Naja, Rüstung, warte mal, da ist Waffen, das sind Medikamente. Da tue ich das mal bei den Medikamenten erstmal die Ausrüstung hin. Später werden wir die bestimmt noch in schwierigen Bereichen brauchen. Ah ja, stimmt. Pistole wollten wir einmal laden. Für die Notfälle. Und hier... Granate kommt ja hier auch wieder rein. Das Fragment habe ich auch noch nicht wieder geholt, die Schlüssel. Ja, na, Kampfwaffe kann ich mal auch mal in Left Hand, Main Hand. Zack, zack. So laden wir auch einmal gleich nach. Und für eine Streichhölze kommen ja auch mit hier. So, ein Öldingen. Das kommt mal auch mal in die Krims- und Krams-Kiste. Dann noch ist der Sound weg. Schon sagen. Ich glaube, der erste Nebel ist immer der am längsten braucht, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da war Essen, da kommt diese Linksration hin. Und laden wir jeden Moment nach. Drehen. Kommt hier mit rein und kommt dann von unten nach oben. Gute Mini, zwei, einmal gleich nach der anderen. So, wir laden dann mal unsere Waffe nach. Ups, hab ich schon wieder ausgeklickt. Acht Munition war das okay. So, wir nehmen aber nur eine volle Waffe für den Ofen mit, sonst haben wir noch unsere Nahkampfwaffe. Letzter Loot. Die restlichen Tücher dahin und dahin. So, jetzt aber in unserem Inventar mal. Und dann gucke ich gleich mal, was ich herstellen kann. Noch und wer. Wir können eine Menge ausrüsten. Ja. Plätze, das können wir mit der Säge herstellen. Wir brauchen aber auch eine Axt. Sleeping Bag. Ja, erstmal brauchen wir besseres Crafting-Teil. Das ist ja erst die Sache. Holzschild gibt es, okay. Hühnerfutter gibt es sogar mittlerweile, cool. Okay, wo war das andere Crafting?
Oh, scheiße, ich sehe schon. Da kommt schon unser erster Nebel. Wir gehen mal am besten mal nach oben, bevor noch was passiert. Ja, unser erster Nebel, aber noch kein Zombie zu sehen. Halt, die letzten Nebeleinheiten, da waren nicht immer so viele Zombies vorbei, aber es kommen mal ab und zu mal ein paar vorbeigeschlendert. Okay, solange wir hier oben sind, können wir aber weiter gucken. Sonst können wir notfallweise hier die Zeit abwarten, dass wir nicht hier entgegenkommen. Aber also, wir müssen sowieso gerade craften. Hätte so ein bisschen deswegen gucken. Wasserpumpe ist auch gleich wichtig mal herzustellen. Direkt ein Generator ist auch nicht schlecht. Da seht ihr ja, da braucht man diese Zahnräder für. Aber eine Workbench ist eigentlich auch erstmal das Wichtigste, was wir brauchen für mehr herstellen, und dann können wir uns ein Bett herstellen. Ich weiß aber auch nicht, was der Unterschied ist von normalen Liegenbett. Hier gibt es mehr Fertighäuser. Würde ich mal sagen, bauen wir vielleicht sogar ein kleines Dorf, würde ich meinen. Und ja, das sind die Mauer, und es gibt ja jetzt einen Tower. Yay. Ja, sieht interessant aus. Kann man bestimmt was mit anstellen. Wasserdingens. Strom, Betten und Felder und deren. Hä? Was hab ich denn jetzt gedrückt? Hä? Was hab ich gemacht? Okay, das müssen wir einmal kontrollieren. Hä? Okay, ich weiß nicht, was ich da gerade gedrückt habe. Okay, wir müssen jetzt mal hier irgendwo die BAT-Taste finden. Ah ja, ich habe sowieso einen Dings da nicht. Also, er könnte nichts gebaut haben eigentlich. Wo ist die Schlafenstaste? Oh, die Taschenlampe. Sind wir nicht mittlerweile Zombie? Immer noch nicht, aber man sieht ein Licht da draußen. Cool. Man hört auch schon die Musik anders werden. Oh, anscheinend kann man nicht mal auf dem Boden schlafen. Oder welche Taste war das nochmal? Options, Key Mapping, Sleeping, Sleeping, Sleeping. Das wird schon ziemlich düster. Shit, ich höre sogar schon Zombie in der Nähe. Ja, da mache ich mal eine Speed-Vorlage für euch, aber ich muss es jetzt hier abwarten. Es wird ein Spaß für die ganze Familie. Yay. So, da kehrt langsam wieder der Tag ein und der Nebel ist weg. Für euch waren es ein paar Sekunden, für mich waren es schon ein paar Minuten. So, können wir jetzt craften. Ich hoffe, die haben nichts eingerissen. Ein Zombie kommt, will erstmal verprügeln. Alter. Aber die sind auch nicht so ganz ohne. Also, hier sind jegliche Gefahren gefährlich. Ah, da sind wir noch ein Zombie. So ein bisschen Schild. Ja. Nehmen wir mal unsere Hauptzutaten mal raus und dann fange ich mal an, langsam
Kiste mit. Ich hoffe nicht, dass die Zombies hier zu lange bleiben werden, weil sonst werde ich ziemlich paranoid. So, ich denke mal, aber ich werde jetzt bis zur nächsten Folge auch dann nochmal so ein bisschen farmen, dass wir so eine kleine Mauer zumindest schon mal haben. Und ja. Oder ich werde mal schauen. Ich denke mal, wir haben dann auch vielleicht beim nächsten Part, wenn wir es schaffen, halt weiter looten und suchen werden, dann auch genug, nein. Aber ja, ich gucke das in dem... Warum raucht der etwas? Ihr könnt jetzt verbrennen im Licht, wie cool. Das war vorher nicht so. Nice, ich kann euch lieber looten. Hier liegen aber ein paar mehr Zombies. Ich hätte nicht wieder so viele sind. Aber what the fuck, die sind sogar auch am Quallen. Habt ihr aber auch kein Loot mehr oder warum war jetzt bei jedem von euch nichts drin? Zombie ist einfach mal am Brennen, ey. So, damit wir ein schönes Bild haben. Der brennende Zombie. Krass, auf jeden Fall. So, dann bauen wir jetzt mal uns ein Crafting Table, weil dann können wir uns auch Werkzeug herstellen und sonstiges. Und ja. Welche Taste war das? Diese Gouche Crafting Table. Was brauchen wir denn dafür? Schrott haben wir genug. Wir brauchen aber Bretter und dafür brauchen wir Holz. Aber wir haben keine Hacke. Oder sage ich doch dann nochmal bis nächste Folge? Haben wir doch dafür echt ein Werkzeug? Ich glaube nicht. Okay, Leute, dann flitzen wir noch einmal im Speedrun rüber zum Fluss und holen uns da nochmal einmal. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht sterben. Ich gehe einfach mal safen. Und ja, dann machen wir das mal. So, wir sind dann doch letztendlich gestorben. Und ja, ich würde dann mal sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vergesst nicht zu bewerten. Diese Folge wurde diesmal ein bisschen länger. Ich gucke, dass die nächsten auch ein bisschen kürzer werden. Und ja, und wir sind gestorben. Und ja, und wir sind aber zurück zu dem Speicherstand wie jetzt. Dann bye. Bis zum nächsten Video.